Ja, hallo liebe Leute, eine weitere Folge Fishing Planet. Und wir sind immer noch in Großbritannien, an dem Spot Whipping Willow Administration. Und ich will den Hybrid F1 Karpfen in einzigartig fangen. Und das tue ich hier an diesem Spot. Und ja, ich habe mich da schon hingestellt, alle drei Ruten ausgeworfen, alle vier besser gesagt. Und zwar dreimal die Deep Horizon 420 mit der Leviathan 10.000 Rolle, der Braid 029 Schnur, die rote Karpfenschnur, Pebblebleife-Karpfen, Karpfenvorfach mit 25,4 Kilo. Karpfenhaken Raute 8.0 und Erdbeer Boilie sinkend. Das, ach so, das hätte ich noch ändern müssen. Das hätte ich noch ändern müssen. Weil die sinkenden sind ja jetzt nicht mehr relevant. Aber jetzt hier kein Tiefdruck mehr, sondern Hochdruck wieder. Da beißen sie dann auf die aufsteigenden. Silberkarausche will ich nicht, brauche ich nicht. Ja, fangen wir mit der 1 wieder an, holen wir die nochmal da rein und wechseln den Köder. Weil so werden wir hier nichts fangen. Wie gesagt, die absinkenden Boilies sind nur für Tiefdruck, schlechten Wetter. Sorry. Und bei Sonne und Hochdruck braucht man die aufsteigenden Pop-ups. Pop-up-Boilies. Fangen wir mit der 1 an. Da haben wir sie. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Dann können wir sie wieder alle rausschmeißen. Kurz, aber egal. Driften sowieso weg. Köder bleiben ja nicht da, wo man sie hinschmeißt, leider. Obwohl es hier keine Strömung gibt, driften die Köder hier manchmal nach links, manchmal nach rechts. So, hoffen wir mal, dass ordentlich viele beißen hier. Der 2 hat schon was gebissen.
Aber wie gesagt, mir geht es um den Hybrid F1 Karpfen, wenn einzigartig. Aber damit auch Geld und XP reinkommt, habe ich natürlich drei Routen auf die großen Karpfen und nur eine auf die kleinen einzigartigen Hybridkarpfen, der wird ja nur bis 2 Kilo. Ja, jetzt brauchen sie nur noch beißen. Ist der kleine Mückenlarvenköder schon wieder extrem nach links weggerutscht. Kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Was macht der da ganz hinten links in der Ecke? Und auf mich zugerutscht auch, jede Menge. Jede Weile besser gesagt. Warum bleibt er nicht einfach da liegen, wo ich ihn hinschmeiß? Ja, wieder alle Routen auf einmal, klar. Und da ist gar nichts dran. Die Sonne ist echt extrem. So, Leute, Fische. Beißt. Dafür werfe ich die Köder aus. Nicht zum Angucken, sondern zum Anfassen. Besser gesagt zum Essen. Wieso ist die 3 auch schon wieder so weit weggedriftet?
scheint was Vernünftiges zu sein. Großer Trophy. Vielleicht sogar ein einzigartiger. Ein einzigartiger. Und was haben wir hier? So, ich schmeiße aber erstmal die 1 wieder raus. Da wieder noch am Bulli, 70 Stück, das dürfte reichen für die Session. Hey, viel zu weit. Und natürlich ein Hänger. Das ist das Blöde hier. Wenn man da nur einen Meter zu weit wirft, hat man sofort einen Hänger. Deswegen lieber einen Tick zu kurz als zu weit. Ja, beruhig dich doch. Hol dich doch schon raus aus dem kalten Wasser. Ja, dass immer alle auf einmal beißen müssen, irgendwie. Das nervt total. Und dass man immer warten musste, bis er diese 1000 Animationen alle erledigt hat, die in Zeitlupe ablaufen. Die Sonne blendet. Ah, ist gleich vorbei. Ab 11 Uhr steigt sie ein bisschen höher. Dann habe ich nicht mehr ständig die Sonne im Bild. Die Kleinen heute nicht beißen wollen hier. Mehr bis auf den großen Ruten als ich auf der Kleinen.
da schon wieder was Anständiges zu sein. Ui, da geht er richtig ab. Na komm. Kilo Spiegelkarpfen. Der ist schon ganz nice. Und die 4 ist schon wieder weggedriftet, ohne Ende. Das Spiel läuft jetzt erst seit 20 Minuten. Also vor 20 Minuten habe ich es neu gestartet. Und habe jetzt schon wieder kleine Mikroruckler. Ich frage mich, was das soll, ey. So, jetzt hier den einzigartigen Hybrid F1 Karpfen. Ne, leider nicht.
alle paar Minuten muss er den neu auswerfen, weil er immer nach links wegdriftet. Die großen Routen driften nach rechts weg und die kleine driftet nach links weg. Also Strömung kann es nicht sein, kann er nicht für die großen Routen alle die Strömung nach rechts laufen und nur für die kleine Route, obwohl die genau daneben den anderen Ködern liegt, die Strömung nach links. Also man kann ja erzählen, dass das die Strömung ist. Hier gibt es nämlich keine Strömung in einem See. Im Fluss gibt es Strömung, aber nicht im See. Außer der See hat einen Zufluss und einen Abfluss, und dann gibt es eine leichte Strömung. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Und alles in sich geschlossene Seen hier. Was haben wir da Schönes? Ein weißer Amur? Jawohl. In einzigartig oder große Trophäe? Einzigartig. 24 Kilo. Neuer Rekord. Da werde ich mal schön ein Bild von machen. Nee, mehr in die Sonne. Okay. Einmal ein Bild für mich und als Thumbnail und einmal ein Bild für Steam. Sehr kurz, egal. Noch nicht ein Hybrid F1 Karpfen gefangen hier. Heute. In dieser Session. Wieder alle auf einmal. Also wieder was ganz Kleines.
Hybrid-F1-Karten, aber leider wieder nur normal. Leider nicht der einzigartige. Beißzeit ist immer noch aufsteigend, also müssten noch gut beißen. Jetzt haben wir den Kescher 129 Kilo. In knapp 2 Stunden in Gamezeit. Das ist okay. Das sind über 60 Kilo pro Ingame-Stunde. Der ist auch schon wieder Kilometer weit weggedriftet. Ja, Leute, lange wird das Video nicht mehr gehen. Wenn er heute nicht, also jetzt in dieser Session nicht beißt, wird gleich das Video wieder starten im Anschluss. So nahtlos hier weitermachen. Ist ja auch nichts verpasst. Wird mal einen ganzen Tag bei Sonne aufnehmen. Also ab morgens 10 bis abends 21 Uhr. Außer der Kescher ist vorher voll. Dann mal sehen, ob wir bis dahin dann endlich den einzigartigen Hybrid F1-Karpfen gefangen haben. Jo. 30 Minuten sind jetzt voll. Zweite Ingame-Stunde ist auch gleich voll. Dann werde ich dann die Aufnahme beenden.
Das ist wieder was ganz Kleines. Sage doch. Ja, die 2 Ingame-Stunden sind durch. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss.